der Bräutigam bestimmt. Ach, das ist die Quest, die wir eben angenommen haben, ne? Tief gefallen. Wer das wohl ist? Uah. Nein. Ah, die fällt nicht so schnell. Komm, dann behaken wir die mal so. Muss ja irgendwann mal runterkommen hier. Das ist auf jeden Fall die Melusine. Das ist die Schwester von der Apfelsine. Hey, cool, Geralt jetzt schießt. Na, wir wollen das doch sehen da. So, er sollte dir aber mal ein bisschen hier aufs Festland kommen irgendwie. Kommst du jetzt hier hin? Ich will dich doch später auch looten können. Zack. Perfekt. Aufnehmen. Haben wir irgendwas Interessantes? Eine Echidna-Trophäe. Alles nehmen natürlich. Holt da sein Messerchen wieder und schnibbelt ein bisschen dran rum. Zack. Trophäe raus. Ja, haben wir die Quest nebenbei erledigt. Ich glaube, das war dieser Steckbrief. Ich weiß es nicht genau, aber da ging es ja irgendwie Verlobter, bla 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 bla. So, Assassinenhose. Ja. Ist ganz nett. Aber. Bärenrüstung, ne? So, die Trophäe. Bonusgold, nee. Hm. Dann lieber Bonuserfahrung. Wir haben auch öfter mit Monstern zu tun, glaube ich. Das ist dann schon. Was war das? Oh, Geld. Sonst noch was? Was hier so gratis rumliegt? Nope. Spiel speichern und zurück in die Höhle. Wo war der Eingang? Da. Wir können ja eigentlich mal gucken. Nebenquests. Ist es hier? Ist hier der Bräutigam Gangnam Style? Habe ich erwähnt, dass ich einen langen Tag hinter mir habe? Es tut mir leid. Hier kommt der Bräutigam Gangnam. Im Dorf suchen Rettungsauftrag an. Ja, das war der. Huch, da bin ich mir ziemlich sicher. So, das hilft uns aber jetzt immer noch nicht bei der Bärenschulenausrüstung. Was soll denn das? Das Gebiet wird eindeutig hier markiert. Komme ich da hoch? Ah. Ah. Da hinten blinkt da doch. Da bin ich gerade vorbeigelaufen, oder? Jawohl. Der Brief an Ingeborga Kalebsdotter und das Schema für die Armbrust. Schön, schön, schön. Da. Brief an Ingeborga Kalebsdotter. Meine liebste Ingeborger, unleserlich, am ersten Tag des Sommers im Fort Tuesach eingetroffen. Dort hielt er sich auf und leerte mehr als ein Fass Met mit dem Jarl. Bald waren sie dicke Freunde. Eines Tages dann ließ Jarl Togir mich rufen. Nach Spiekeroog sollte ich mit ihm segeln und ihm zeigen, wo die meisten Sirenen zu finden seien. Ich übertreibe nicht, meine kleine Gemse, wenn ich dir sage, dass ich mein Lebtag keinen Krieger wie ihn getroffen habe. Er ist schlüpfrig wie ein Aal und stark wie ein Bär. Als die Sirenen auf uns eindrangen, hatte ich meine Axt noch gar nicht richtig gepackt, da hatte er sie schon alle niedergemacht. Und seine Waffe, solcherlei sah ich nie. Eine Armbrust, aber so klein, dass er sie einhändig führen konnte. Ich weiß, dass er eine Zeichnung davon in den Satteltaschen mit sich führt, weil ich sie sah, als er packte. Wenn er schläft, werde ich versuchen, eine Kopie anzufertigen, die ich unserem Schmied auf Ansgellig geben kann, sodass er weitere Armbrüste anfertige.
So können wir uns vor den Sirenen schützen, falls sie zurückkehren. Unleserlich? Sobald der Tag anbricht, verschwinden wir. Es kommen immer mehr Sirenen. Meine Hände sind taub vom Schwertschwingen. Ich bin erschöpft, doch der Gedanke an dich gibt mir Kraft. Rest des Briefes unleserlich. So, ich räume mal wieder hier kurz dieses Sternchen aus dem Weg. So, und so. Ja, die haben wir auch. Dann ist jetzt der nächste Punkt, den wir durchsuchen müssen, das Fort Ethnia. Geht's ja nicht noch weiter rein? Ne, hier kann man wieder raus, ne? Genau. Das ist ja okay, das passt ja. So, da sind wir auch schon wieder. Fort Ethnia. Wo ist denn das? Da. Ah, da können wir auch hin. Sehr schön. Haben wir hier noch irgendwas, was wir mitnehmen könnten? Ja. Komm, die Punkte nehmen wir mal mit, ne? Ich nehme aber an, wir müssen den Weg wieder zurückgehen. Guck mal. Krabben. Nein, 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 nein. Holen wir einmal Plötzel aus der Tasche. Plötzel, Plötze. Meine Güte. Plötze, komm mal bitte hier hin. Oh. Bisschen näher noch bitte. Na, so könnte es gehen. Schneller. Jawohl. Sehr gut. Wieder vorbei an den Ziegen. Und, ja, Entschuldigung. Wenn ich den Pfeil richtig deute, müssten wir hier lang. Aber es ist ja immer so eine Sache, ne? Da hast du auf einmal einen Berg im Weg oder so, da kannst du ja nie genau sagen hier. Gut, wir hätten jetzt eigentlich auch mit dem Schnellreisepunkt direkt wieder zum nächsten Teil. Zwei fehlen uns noch, zwei Schemas. So, das muss da irgendwo im Wasser sein, ne? Ja, ich sehe es doch schon wieder. Na gut, Plätze, warte. Was ist das? Ach, das geht hier auf dem Pferd. Na gut. So. Armbrust. Igni ist. Speichern. Und los. Ich hoffe, die sind nicht zu hoch. Nicht gut. Oha. Das war nicht so gut. Noch mehr. Dann Schinkenbrötchen essen, da haben wir eh genug von. Kann man eigentlich noch Schinkenbrötchen? Nee, rohes Fleisch essen wir inzwischen schon. Kein Schinkenbrötchen mehr da. Schinkenbrötchen ist aus. Und ein versteckter Schatzschädel. Toll. Aber er hat eine Notiz und einen Schlüssel mit Ring. Und wieder lesen. Heute haben wir anscheinend wieder eine Leserunde. Notiz. Der krumme Mast markiert den Ort. Nicht jeder Tor vermag den Schatz jedoch zu finden. Der krumme Mast markiert den Ort. Welcher krumme Mast? Ein krummer Mast markiert den Ort. Ist das hier?
gucke gerade nach Mästen, die aus dem Wasser stehen, starren. Anscheinend ist das aber nicht hier. Krummer Mast. Der einzige Mast ist doch der hier. Ist hier vielleicht irgendwas unter der... Uah. Ein bisschen lästig, die Viecher. Hier ist aber auch nichts irgendwie unter der Insel, ne? Eine Höhle oder so. Ein krummer Mast vermag den Ort, aber nicht jeder kann ihn finden. Bei Gewitter im Wasser, ach so, das ist die Sirene. Könnte ja auch sein, dass man den Mast gar nicht oben sieht. Oder? Naja, der Ort ist aber entdeckt worden. Vielleicht ist es gar nicht hier. Das kann ja auch gut sein. Dass es irgendwo an der Küste ist. Oh, Plötze hat Ärger. Plötze tritt aus. Ja, Plötze mal helfen. Geralt, du darfst auch ein bisschen schneller gehen. So. Oh. Ich meine so. Plötze, hm? Hättest du weglaufen können. Hier ist doch... Ah ne, da gibt's nichts zu looten. Naja. Krummer Mast markiert den Ort. Mhm. So, den gucken wir uns auch an. Da müssen wir einmal durchs Dorf zurück. Schwert brauchen wir nicht. Das sind ja nur 3 Punkte, glaube ich, hier auf dieser Insel. Die kann man mal schnell mitnehmen. Die anderen holen wir uns irgendwann mal. Wenn wir mal wieder auf ein bisschen auf Orterkundungstour gehen, so gesagt. Ich müsste nach rechts hier lang. So, ja. Witcher hat sich beendet. Was soll man dazu sagen? Also einfach beendet wieder, ohne irgendeinen Error, ohne alles. War einfach weg. Ich war wieder auf dem Desktop. Bin nochmal schnell wieder hier hingeritten, wo wir gerade in etwa irgendwie den Crash hatten. Und jetzt gehen wir weiter in Richtung des Ortes. Mit Plötze durch die Stadt ist ein bisschen unhandlich. So, hier würde ich gerne zu Fuß durchgehen, um mal ein bisschen in Ruhe hier rumzugucken. Es wirkt ziemlich frostig, mit dem Regen dabei noch frostiger. Abgeschlossen. Interessanter Ort. Wo sind wir denn da reingeraten? Fußabdrücke? Frische Fußspuren. Vielleicht von Ceres. Hä? Vielleicht von Ceres? Ich glaube, wir sollten hier noch gar nicht sein. Ich gehe nochmal raus. Aber... Ah, vielleicht geht's da weiter. Ich glaube nämlich, wir sollten hier noch gar nicht sein.
Aber wir müssen hier durch. Servus. Ohnmächtig. Ich muss sie hier rausbringen. Was? Was ist passiert? Wo bin ich? Oh, mein Kopf. Der tut so weh. Hast einen Schlag auf den Kopf bekommen. Geralt, warum bist du hier? Ich suche dich. Dein Vater macht sich Sorgen. Ich bring dich nach Hause. Ich gehe erst, wenn ich Udaric geholfen habe. Das Schwert. Wo ist das Schwert? Ich muss zurück. Du gehst nirgendwo hin. Ich hab dich gerade erst halbtot hier rausgeholt. Ich muss... Du musst mir erzählen, was passiert ist. Ich bin gerade etwas verwirrt, weil ich natürlich nicht wusste, dass die da liegt. Warum bist du da reingegangen? Ich wollte Udaric helfen. Klar, er hat sich etwas merkwürdig benommen, aber ich weiß nicht, wie ihm dein Spaziergang durch ein Geisterhaus geholfen hätte. Hätte es, hätte ich das Schwert gefunden. Was hat es mit dem Schwert auf sich? Das ist Brokvar, das Ahnenschwert von Udalriks Clan. Ich brauchte es, um den Fluch von Udalric zu nehmen. Welchen Fluch? Lange Geschichte. Vor vielen Jahren haben sich Udalric und sein jüngerer Bruder um das Schwert gestritten. Nach der Tradition gehört das Clanschwert dem erstgeborenen Sohn, Udalric. Aber sein Vater hat es seinem jüngeren Bruder Aki vermacht. Oha, eine schwere Beleidigung in dieser Gegend. Schwer genug für Udalric, um ein heiliges Gesetz der Skelligen zu brechen. Er hat die Entscheidung des Vaters öffentlich hinterfragt. Das konnte der alte Jarl wohl nicht durchgehen lassen. Sie haben Udalric an einen Pfahl gebunden und bis zur Hüfte im Meer versenkt. 3 Tage lang. Und danach sind Aki und er fischen gefahren. Das ist ja ekelhaft. Ja. Sie sind fischen gefahren. Die Fahrt ist wohl nicht gut ausgegangen. Richtig. Es gab einen Unfall. Ein Sturm brach los und Aki ging über Bord. Udalric hatte mit den Segeln zu tun. Sein Bruder erst gehört, als es zu spät war. Hörte ihn nicht oder wollte ihn nicht hören? Manche Insulaner hatten dieselben Zweifel. Aber niemand hat sie ausgesprochen. Was glaubst du? Hat Udalric Aki getötet? Ich will keine voreiligen Schlüsse ziehen. Aber eines weiß ich. Was auch immer an jenem Tag auf dem Meer passiert ist, beeinflusst Udalric noch heute. Und es könnte etwas mit dem Schwert zu tun haben. Was willst du mit dem Schwert machen? Ich glaube, Akis Geist will es zurückhaben. Der Geist des Bruders? Seit ich denken kann, hat das Inselvolk in Udalric immer den Auserwählten gesehen, zu dem die Götter sprechen. Das habe ich auch mal geglaubt, aber jetzt, angesichts bestimmter Umstände... Er ist einfach besessen. Und es ist sein jüngerer Bruder, der ihn heimsucht. Gewagte Theorie. Bricht nicht allein der Gedanke daran ein Gesetz? Mir egal. Ich glaube nicht an Gespräche mit Göttern. Hast du ihn mal gesehen? Er ist mit Narben übersät. Ich dachte, die hätte er sich in Schlachten verdient. Wenn du den Zwist mit sich selbst als Schlacht bezeichnest. Ich habe ihn gefragt. Er sagte, die Stimmen befehlen ihm, sich selbst zu verletzen. Zum Ruhm der Götter. Das glaube ich nicht. Das sind nicht die Götter. Das ist Aki. Du meinst, Aki rächt sich, weil Udalric ihn hat sterben lassen? Ich habe mit Hjord gesprochen. Der schwört, dass Udalric erst seit Akis Tod Stimmen hört. Und ich glaube nicht, dass Hjord falsch liegt, denn er kennt die beiden von klein auf. Vielleicht lässt Aki von Udalric ab, wenn wir ihm Brokvar geben. Keine schlechte Idee. Vorausgesetzt, wir haben es mit einem Geist zu tun. Aber irgendetwas stimmt da nicht. Was denn? Aki ist auf See ertrunken, sagtest du. Aber es spukt hier in diesem Haus. Aki und Udalric haben hier beide gelebt. Vielleicht deswegen. Danke für deine Hilfe, Geralt. Aber ich muss das Schwert holen. Kommt nicht in Frage. Ich hole es. Wirklich? Danke. Dann kann ich zu Udalric gehen. Nein, du bist zu schwach. Vielleicht kippst du unterwegs wieder um. Warte hier. Wir gehen zusammen. Okay, die Quest Liebling der Götter. Finde das Schwert namens Brokvar. Worum ging's denn hier? Warte mal. Liebling der Götter.
Frage Ulderik, wo Ceres ist. Finde Eirik. Sprich mit Berg Thora. Tja, haben wir die mal durch Zufall einfach so gefunden hier. Komisch. Ich hatte gedacht, die ist dann nur da, wenn man... also jetzt, ich wusste nicht, dass die da ist, aber... nicht nur für Adler. Unterseeischen Schatz mit Hilfe deiner Hexersinne. Okay. Erstmal die weiter. Ich hätte gedacht, dass... Was ist denn ein Schlüssel? Ein Kellerschlüssel. Ich hätte gedacht, dass die erst da ist, wenn man auch den Rest der Quest gemacht hat. Aber anscheinend ja nicht. Man findet sie auch durch Zufall hier. Kann ich das wegsprengen? Kann ich nicht. Wie kommen wir denn dann auf die andere Seite? Kommen wir da irgendwie hoch? Sieht nicht so aus. Dann kommen wir wohl auch nicht zu diesem unentdeckten Ort. So, und jetzt wartet sie hier, dass wir das... komm. Dann holen wir das Schwert eben. Wo geht's denn in den Keller? Ah. With the key.